Jo, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Heute mal mit einem kleinen Sprachspezial. Ich habe wieder mal ein bisschen angefangen mit Duolingo. Und diesmal habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder ein bisschen Chinesisch weiter. Der eine oder andere weiß vielleicht schon, dass ich das mal irgendwann belegt hatte. Und zwar, als ich damals auf die Uni gegangen bin. Das war 2013. Und ja, da habe ich dann ein Jahr lang Chinesisch belegt. Habe das erste HSK gemacht damals und dachte mir eigentlich jetzt, es wäre ganz cool, wenn ich das vielleicht das zweite und dritte irgendwann hole. Ist ja auch gar nicht so dumm, wenn man Chinesisch kann, so für die Zukunft. Und deshalb bin ich jetzt seit ein paar Tagen wieder bei Duolingo mit am Start und dachte mir, ich nehme euch mal mit auf eine kleine Übungssession. Hab direkt gleich am Anfang angefangen, damit ich mal wieder so richtig reinkomme, damit ich die Zahlen lerne und genau. Dachte mir, wir starten jetzt gleich mal durch und ihr seht Unit 1, Greeting 1, Numbers, Name. Das Ganze ist auf Englisch. Es gibt nämlich das Ganze, soweit ich weiß zumindest, nur vom Englischen ins Chinesische. Und weil ich mir irgendwie vor ein paar Jahren, habe ich mir gedacht, wenn es die meisten Kurse nur von Chinesisch in die andere Sprache gibt, dann wäre es das Beste, wenn ich Englisch erstmal durchmache. Und habe deswegen erstmal Deutsch zu Englisch komplett durchgemacht und habe das auch so ein bisschen gemastert. War echt praktisch. Und ich muss auch sagen, man lernt so mit der Zeit auch recht praktische Dinge, indem man jedes Mal wiederholt. Das ist erstmal, denkt man, ja, das ist eine App und man kann das jetzt nicht einfach so mit einer App lernen. Aber Sprache ist eben etwas, was man üben muss, was man immer wiederholen muss. Und das geht sehr wohl. Es liegt ganz an euch, ob ihr da mitmacht. Und ich würde aber jedem empfehlen, auch noch so nebenbei so ein bisschen mitzuschreiben. Gerade bei Chinesisch ist es eben so eine Sache, da sollte man auf jeden Fall die Charakter, die man neu lernt, mitüben. Nebenbei vielleicht irgendwie nochmal 10 Minuten aufwenden. Aber wir starten jetzt gleich mal rein und machen hier gleich mal in die Numbers. Ich habe hier oben, seht ihr, habe ich eine 2-Tages-Streak. Holen wir uns heute den dritten Tag. Ich habe noch 2 Stunden, bis es zu Ende geht. So, starten wir gleich mal durch. Numbers. Start. 40元。40元。20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 。
bei. Sondern es langsam machen. 400元. 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 元. Das ist komisch. Das heißt, man muss ganz genau sein. Das ist auch so eine Sache, die habe ich im Chinesischen schon am Anfang gelernt. Und zwar habe ich dann immer wieder in den Kursen ein bisschen was Neues gelernt, hatte auch ein paar Leute kennengelernt, die auch Native Speaker aus China waren. Also die sind dann zu Besuch gewesen in Deutschland und haben da gerade studiert. Und dann habe ich mich immer voll gefreut, dass ich jetzt was Neues gelernt habe. Und was war? Die haben gar nichts verstanden, weil ich das einfach von der Betonung falsch gemacht habe. Nice. Perfekt. So, haben wir den Tag schon geschafft. Aber wir machen gleich noch zwei oder drei Übungen hinterher. Und, ja, natürlich muss man das gleich scheren. Wir müssen das gleich mal ganz kurz auf Twitter scheren, damit alle wissen, dass wir gerade im Üben sind. Yes! 10 Gems. Weekend Warrior. Nein, ich will das jetzt nicht. Und das ist auch so eine wichtige Sache, finde ich. Es wäre so cool, wenn wir einfach hin und wieder, gerade wenn wir zum Beispiel jetzt eine Sprache lernen oder einfach alles, was wir neu lernen und was wir neu erfahren, wenn wir da hin und wieder mal so ein kleines Update über unsere sozialen Netzwerke geben, die wir überwiegend alle haben, zumindest zum Konsumieren, dann würden die anderen vielleicht auch so ein Ticken inspiriert werden, vielleicht auch mit irgendwas starten. Und deswegen sage ich immer, teilt eure Sachen, teilt die Sachen, die ihr macht und lasst die anderen so ein bisschen erfahren, was ihr gerade, wo ihr gerade dran seid, und denkt dran, es ist ja auch irgendwie ziemlich cool zu sehen, womit sich Menschen intrinsisch motivieren und was die einfach aus sich heraus machen, ne? Ohne dass ihnen jemand das sagt, sondern von selbst. So, wir machen gleich mal die Numbers zu Ende. Ready to level up, start challenge. R. 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 E. E. S. 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 Bei. Bei. Ling. 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 Ba. Ba. Chu. 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 五, 五, 零, 五 ist die 5. 五, 零, 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 零 ist die 0. Das ist ungefähr das komplizierteste Character, was es gibt. Mit, ich glaube, 12 Zeichen oder so. 九, 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 五, 五, 五. 五百十元九四二百百百 Nice, awesome. Combo Bonus. Wenn man alles richtig macht, kriegt man noch mal ein paar XP mehr dazu. You've earned 500 XP towards the April Challenge. Nice. Nice. You reach level 2. Genau, das ist auch ganz interessant. Es gibt dann immer verschiedene Level bei Duolingo pro die einzelnen Exercises. Das heißt, man kann dann irgendwie die Zahlen so erstmal die Basics durchmachen und dann geht es ins zweite Level. Und ja, anscheinend gibt es dann insgesamt 6 Stück. Und jetzt machen wir mal Name. Name ist weitaus komplizierter. Machen wir noch. Wang. Wang. Li. Li. Also es sind jetzt einfach Namen. Das sind jetzt keine Wörter, das sind einfach Namen. Was auch interessant, wenn man sich mal überlegt, dass die Namen auch nochmal so eigene Charakter haben. Und was man da alles lernen, was das ein Aufwand ist. Wang.
Wang. Wang. Xing. Xing. Na. Na. Ah. Li. Li. 我名字叫李宁，你呢？我名字叫李宁。 My name is Li. 我名字叫李宁，你呢？ Li Ming. And yours? 我名字叫李宁。你叫王华。你叫王华。 Ni, ni is your name is Cheng. 你叫王华. Wang Hua. Ja, nein. Ich habe das falsche ausgewählt. Nicht Cheng, sondern Wang. Xing. 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 我姓张, 你呢? 我姓张. Nina. My name is Cheng, and yours? And my last name. Das ist voll die Feine noch. 你姓王. Ni. Xing. Wang. Na. Na. Zi. Zi. Li. Li. Das ist auch interessant, ne? Das so viel Unterschiede. Na. Na. Wang. Xing. Xing. Wang. Wang. Ni xing shenme? Ni xiu. Ni xing shenme? Ni xing shenme? What is your name? Xing. Xing bedeutet also immer den letzten Namen zu. Ja, okay. Zi. Zi. Na. Na. Wang. Li. Li. Xing. 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 Na. Na. 你叫王华。你叫王华。 Your name is Wang Hua. 我姓张，你呢？ 我姓张。 My last name is 我姓张。 Nina? Chang? And yours? Diesmal haben wir es richtig. Nice, nice. 你姓什么? 你姓什么? What is your last name? Xing. Xing. Ist der Nachname wichtig. So, meine Freunde, da sind wir schon wieder durch deinen Streak durch. Dann hätte ich gesagt, wir schauen mal, wie weit ich da kommen wird, wie viele Streaks ich insgesamt schaffe. Und ich hätte gesagt, ich zeige euch hier ganz kurz nochmal mein Profil. Also ich heiße Alex Ciocea. Da oben seht ihr es unter meinem Doppelnamen. Und ja, ich hätte gesagt, ich verlinke das Ganze unten nochmal in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr mir irgendwie folgen, wenn ihr Bock habt. Und jetzt hätte ich gesagt, ich setze mich noch ein bisschen hin, schreibe ein bisschen Zeichen. Das ist jetzt wahnsinnig wichtig. Ihr habt ja gesehen, wie viele Zeichen das jetzt sind. Und ja, ich gebe euch demnächst mal wieder ein Update, nehme euch demnächst wieder bei einem neuen Streak mit. Falls ihr noch irgendwie coole Apps kennt, mit denen man was Geiles lernen kann oder ja, lasst mir das Ganze unten in den Kommentaren und denkt immer dran, vielleicht ist es ganz cool, statt den Tag zu beginnen oder zu beenden mit irgendwie super viel Social Media Input und irgendwelchen neuen Videos oder Serien oder was auch immer, lieber mal 5 oder 10 Minuten so eine kleine Übung machen, wieder mit ein bisschen was Neuem in den Tag starten oder in den Schlaf gehen und sich lieber mit sowas berieseln lassen, ein bisschen
sein Gehirn wieder trainieren und ja, einfach immer ein kleines Stückchen weitergehen. Und damit hätte ich gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde. 再见。